So, das. Ich gehe mal ganz kurz auf meine Testwelt. Guck, ob das dort mit dem Vogel klappt. Und dem Bären. Weil, wenn es da klappt, dann ist irgendwas los. Ja, komm, lad schneller. So viel hast du nie zu rendern. So, das brauche ich alles nicht. Tür, wobei brauche ich ein. So, eine Fackel, rote Blumen, Hummingbird. Hey, was fällt dem Idioten denn ein? Okay, er gehört mir. Quest nicht akzeptiert. Auch im Singleplayer. Ja. Dann ist die Quest kaputt oder man muss was anderes noch machen. Der gehört mir auch. Wird nicht akzeptiert. Doch, jetzt! Hä? Musst du zwei haben? Das war scheiße. Ja, jetzt versuche ich das mit dem Bären. Wo ist denn die Quest eigentlich hier? Nee. Warte. Mit Orca schwimmen. Das ist eine rote Blume. Reed Human Bird. Also es sind auf jeden Fall Plural. Also mehrere. Sind auf jeden Fall mehrere. Okay. Aber Reed heißt ja züchten. Oder vermehren oder so. Naja, ich bin ja noch dort in der Ecke. Scheiße, wie heißen die Pokebälle? Ball hießen. Pokebälle. Ball hießen sie nicht. Warte. Wollen wir haben. Aha, Mob Dingsbums. Ich brauche den Erwachsenen, brauche ich nicht. Ich brauche ein Baby. Hä? Quest complete. Mit den Bären. Ach nee, das war das. Okay. Hier, friss mal. So, der gehört jetzt mir. Mach ich jetzt hier auch einfach mal zwei Babyviecher. Ja, ich hab Bäde gemacht, nichts passiert. Wahrscheinlich wieder mit einem Futter. Okay,
beide gehören jetzt mir. Ja. Na, der noch nicht. Ja, der hatte auch schon Herzen. Nee, doch nicht. Ach, der braucht erst wieder Honig. Oh, komm. Ich muss einfach nur stinknormale Kohle. So. Der kann fressen, ey, der wird die fett. Bist du jetzt langsam mal getamed? Noch mein Brot, ich brauche immer noch Kohle. Mann! Jetzt gehört er mir, okay. Soll ich mal gucken, wie man die fortpflanzen tut? Auf jeden Fall nicht mit Honig. Und auch nicht mit diesem Fisch. Vielleicht mit dem hier. Okay, den fressen sie gar nicht. Lol. Ich verstehe das nicht. Also die Grizzlyberg-Quest, keine Ahnung, was mit der ist. Hummingbirds müssen also zwei sein. Dann joinen wir mal wieder auf den Server. Es ist erst 18:30, mir kommt es vor wie 20 Uhr. 18:13 tatsächlich erst. Boah. Ja, gestern habe ich auch nach 5 Stunden dann aufgehört. Ja gut, 5 Stunden ist für einige auch schon ein Marathon. Ja, wenn ich mir die Großen angucke, die 8 oder mehr Stunden streamen. Ja, selbst da streamt der Durchschnitt maximal 2 Stunden so. Um und durch. Das sind dann eher so besondere Streams. Nee. Gronkh streamt 8 bis 10 Stunden. Gronkh ist keine Ausnahme. Gronkh ist aus jeder Skala raus. Nee, ich rede aber gerade die ganze Zeit von dem. Da hinten ist mein Piepmatz. Komm zu Papa. Oh, da hinten ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Was hab ich denn hier für einen Berg? Scheiße. Gibt's hier keinen zweiten? Ei, Kohle, willst du mich ver... Ruhig bleiben. Hast du kein Dings auf deinem deiner Picke? Fortune? Nicht auf der. Und die andere habe ich nicht mit. Wow. Ich war auch nicht zum Farmen für Kohle unterwegs. Ich war für die Rennstrecke unterwegs. Ich höre den, wo ist der da? Der gehört jetzt auch mir. So, da unten noch mehr Kohle. Komm mit. Wir müssen noch einen finden. Wobei, ich hab doch einen. Wir müssen zu dem zurück. Dann kann ich euch Bip lassen. Komm. Da war irgendwo da hinten an der Hauswand. Wo bist du denn? Da. Oh, die sind so clean, die siehst du gar nicht, die Vögel. Du hörst es nur. Wie eine Biene? Ja. Na, wie heißen die Vögel mit diesem langen Schnabel, die den Nektar aus den Sonnenblumen lutschen? Kolibri. Ja, so einer ist das.
Irgendwo hier hinten war mein anderer Vogel. Zumindest habe ich den hier hinten gesehen gehabt. Da sind sie. Nein, ich hab dich gehauen. Böser Eich. Boah! Hab die Quest. Du musst sie pimpern lassen. Ich meine, ja. Alter, haben die Speed drauf, ne? Wenn du den Blumen gibst. Jetzt habe ich hier drei Vögel, die um mich rumfliegen. Holy shit, ey. Oh, eine Kiste. Wow, Brot und Kakteen. Das Brot nehme ich dann an. Das Brot nehme ich stonkend an. Aber das mit den Bären ist scheiße. Da kannst du die Quest ja gar nicht abschließen. Und Schnappschildkröten genauso. Du musst ein Krokodil aus... Ach, wisst ihr was? Ihr Vögel könnt mich mal. Du sollst, Dings... No, genau das. Und ein Krokodil ausbrüten. Und... Das Krokodil ausbrüten, das wird schon irgendwie gehen. Ja, klar, bis jetzt ist mein Ei, sieht mein Ei immer noch normal aus, das hört sich so falsch an. Aber, Mann, was wollte ich denn jetzt alles sagen? Achso. Dass die Quest nicht gehen, alles scheiße, bla, bla. Ja, du sollst ja bei der Ink-Quest mit deinem Krokodil so eine Schildkröte schnappen. Wie soll man das machen, wenn keine Schildkröten spawnen? Ich habe mehrere Sümpfe abgeklappert. Und nix geht. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Genau. Wenigstens eine Tierquest. Und im Buch steht auch nicht, wie lange das mit dem Krokodil dauert. After breeding crocodiles will come a shore to lay the eggs. If these eggs are damaged, any crocodile parents will become aggressive after some time. Du findest die Eier nicht so. Crocodile eggs will hatch and the baby crocodile can imprint on the nearest player. Muss man die im was? Muss man die vielleicht wie bei der Ice and Fire Mod ins Wasser legen? Warte. Könnte sein. Nö, da habe ich einen Lernblock jetzt. Musst du dich draufsetzen? Nee. Ich glaube, wir haben einen Mod, wo man wirklich was machen muss. Ich denke mir eher, die sind wie Schildkröten, Alter, die gehen kaputt. Und ich habe keinen Bock, nochmal gegen Krokodil zu kämpfen. Du kannst dich gerne versuchen, drauf zu setzen. Ja, aber auf dein Ei. Nee, auf deins. Das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Das ist bei der Explosion verschütt gegangen. Dann musst du dir ein neues holen. Joa. Ich muss erstmal Essen einpacken. Warum ist hier Hühnchenfleisch drin bei dem vegetarischen Gedöns? Nee. Okay, das mit den Bären geht nicht. Das ist echt creepy. Wo bist du eigentlich gerade? Bei dir oder? Nö, bei der Rennstrecke. Nimm mal an. Da gucke ich mal, ob ich dort noch irgendwo einen Dschungel finde oder ein anderes Biom. In Richtung Osten war ich noch nicht. Oh, ein Apfel, danke.
Ich sehe eine Kiste. Mit ganz vielen Äpfeln. Wow. Hat sich voll gelohnt. Ja, ich mache daraus wieder Goldäpfel für irgendwas. Und ein versunkenes Schiff habe ich gefunden. Geil. Wäre das zweite versunkene Schiff heute. Wir haben nämlich in der Nähe von unserer Base auch eins. Oder hatten. Besser gesagt. Oh ja, ein bisschen Gold und Eisen nehme ich alles mit. Und mal wieder eine Schatzkarte. Oh, bin ich sogar fast da. Schön, schön, schön. Ach, ich war ja im Wassertempel, den habe ich auch gelootet. Ja. Kein Mob außer Zombies. Na gut. Dann ist das keine starke Leistung. Jetzt hört mal auf, Delfine. Ich habe 4 Kohle aus einer Unterwasserkiste gekriegt. Mehr als du gefunden hast. Na, ja, nur. Also bei der einen Quelle, ja. Bei der nächsten dann nicht. So, irgendwo hier soll die Kiste sein. Da ist er. Boah, könnte besser sein, die Ausbeute. So, was suchen wir uns denn mal hier aus? Entweder Go-Kart, Golfwagen. Wir können mehrere Autos herstellen und uns just for fun damit die Strecke antun. Allein antun, als würde das so schlimm sein. Wir können mit einem Motorrad fahren. Wir können einmal mit einem Go-Kart fahren und einmal mit so einem Offroader. Wir müssen allerdings auch erstmal genügend Benzin herstellen. Oder Rasenmäher. Ich mache jetzt mal einen Go-Kart, weil wenn es ein Fahrzeug gibt, was diese Höhe nicht schafft, dann ist es ein Go-Kart. Dann mach das. Ich werde mich später auch eins herstellen. Ich muss dann mit dem dann immer probieren. Hier ist wieder Savannah. Hier könnte ich die Möglichkeit haben auf einen Baby-Elefanten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 davon. Oh, das wird schon wieder schlimm. Warum wird's teuer? Nö, nervig. Weil mit Nahplatz ist, das kann weg, das kann weg. Das hasse ich, wenn das ja alles voll ist. Ja. So. Ich brauche Bauenräder. Das bedeutet, ich brauche Holz. Ach, du musst jetzt hier das Multicrafting bauen. Nö, das gar nicht mal. Nee, geht auch so. So. Nö, das hätte ich bei dir genommen. Aber ich schau dir allein diese Motoren an, da verzweifle ich ja gerade. Dako? Nö. Bau dir das mal selber. Sehe ich so aus? Nein, danke. Ja. Daku, ich musste das auch machen, damit ich dort vorankomme. Wenn das für eine Quest wäre, würde ich es glaube ich sogar selbst machen. Du brauchst das für Quests tatsächlich. Die Motoren und alles, das sind Quests. Dann muss ich diesen scheiß Vehicle Crate doch erstellen.
Den musst du einmal herstellen. Na klar, damit es weitergeht in der Questreihe. Aber der ist sinnlos. Gebraucht wird er eigentlich überhaupt nicht. So, hier. Papa, Mama macht ein Baby. Los. Sag mal. Ich hab den getamed. Ernsthaft? Ich will, dass ihr ein Baby macht. Oh, da rennt mir hier wieder ein Elefant unter mir gehört. Meine Fresse. Und natürlich ist wieder ein Weibchen. Die Männchen haben's mit mir. Alles nur Stadt. Okay. Wie macht man einen Baby-Elefanten? Schlaues Buch. One or two tasked elephants in the herd, and there are signals stronger than other elephants. Elephants are defensive in the herd. Elephants can attack in the world. Ja, ist mir klar. Ja, dieser Vehicle-Code-Block ist ja wirklich sinnlos. Dass der Kisten tragen kann, weiß ich. Das hatte schon mal einer von den Tradern. Wobei wir gar keine Trader mehr bei uns seit Ewigkeiten hatten. Hallo. Okay. Ich werde zwar nicht ganz schlau daraus, aber okay. Darko, wenn du mal wieder einen Waschbären siehst, ja? Werf dir mal ein Brot zu. Warum? Die interagieren damit. Die nehmen das wahrscheinlich und fressen es. Genau. Nein. Die machen das, was der Name sagt. Die rennen im Maul damit ins Wasser und waschen das Brot. Die machen halt wie die richtigen Waschbären. So, boah, ganz ehrlich, 100 noch was Dings ist mir jetzt ein bisschen zu hoch hier. 23 Difficulty minus 10 Herzen. Das ist ein bisschen viel. So. Jetzt versuche ich hier nochmal mein Glück mit den Elefanten. Du bist ein normaler Elefant und du bist auch ein normaler. Ich verstehe das nicht. Kann ich mittlerweile auf dir reiten? Nein. Die wollen nicht. Die wollen mir kein Baby machen.
Ach, der lebt noch. Schön. Ich gucke jetzt, was du für einen Elefanten hast. Du hast auch einen Weibel. Sag mal, wollte der mich gerade an? Nein, du hast die Blume in der Hand. Ich nehme nur mal die Blume in die Hand. Ja, ich weiß, dass der mir dann folgt. Warte mal. Bist du noch da? Nee, ich bin schon durch die Gitterstäbe entkommen. Warum? Ich wollte mich mal auf den Elefanten setzen und schauen, ob ich dich mit dem Elefanten schlagen kann. Nee, vergiss es. Nee. Du würdest deinem Elefanten damit Schaden bereiten. Ich hab Thorns auf der Rüstung. Siehst du dir halt mal aus. Siehst du aus, als ob ich meine 33 Level einsaue. Ich hab mehr, also entspann dich. Oh, danke für die Info. Na und? Du bist auch kein Baby. Ihr seid drei Weiber. Du bist euer Männel. Boah, da brauche ich mich nicht wundern, dass hier keine jungen Elefanten mehr kommen. Oh oh, wie macht man das so? Was denn jetzt schon wieder? Wie ich die ausrichte. Das ist egal. Das ist nicht egal. Die Pfeile müssen ja wieder in die Mitte zeigen, etc. Oh, und ich sollte nicht alle abbauen. Bei euch ist auch kein Männel dabei. So. Guck mal. So. Da. Da. Wollt ihr mich verarschen? Wollte eigentlich mal nicht so ausmachen. So. Gibt's keine männlichen Elefanten mehr? Ich kann auch nicht den einzigen haben. Also ein männlicher Elefant hat um die 5-6 Weibchen, also doch, könnte der einzige sein, der bei uns in der Nähe war. 5-6 Weiber, Alter, das hätte ich gerne in Real Life. Oh ne. Gehen da recht schon aus. Ja, die Hütte ist jetzt echt halt nur noch mal 51. Und die sinkt weiter, 49. Ja, die geht, glaube ich, jetzt entweder bis auf 0 oder bis maximal minus 30 runter. Ist es minus? Nee, nicht minus, aber 0 oder eben auf 30 runter. Das haben wir minus 30 gesagt. Ja, du legst auch jedes Wort auf die Goldwaage, kann das sein? Wenn ich etwas nachfrage, erwarte ich auch oder hoffe ich auf eine Antwort, also frage ich lieber nach, ob die wirklich richtig ist. Scheiße. Aber warum folgst du mir? Was wolltest du, hä? Ach, nix. Ah, nee, warte mal, ich muss erstmal kurz zu mir. Ah, ne, wir nehmen bloß eine. Oh, Mann, ey. Baby-Elefant. Check, so. Man bräuchte dafür alles. Eins. Und hast du die Dinger schon aufgebaut? Da sind sie. Komm mal runter. Moment. Ist das geil.
hab gerade das Ding voll mit Blumen gemacht. Warum? Oh. Hä? Ich bin nicht stumpf, Darko, man kann das übergehen. Na komm. Ah, die fällt runter. Ich weiß. Jetzt werde ich werde ersaufen, nur weil ich diese scheiß Trap da hole. Was ist los, Darko? Darko, man sieht das eben von oben, ob das offen ist. Machst du da jetzt wieder Wasser hin? Ich hab keinen Eimer dabei. Fick du mich? Oh, ist das geil, ey. Ja, warte, ich hab einen Eimer hier. Ja, hast du irgendwo Wasser, wo ich was mopsen kann? Boom. Hast du das Knurren gerade gehört? Ja. Okay. Ja, das habe ich gehört. Mann. Ich würde weitermachen. Hier, ich brauche für den Electric Motor. Ich sehe deinen Namen durch die Gegend fliegen. Du hast eine Quest bekommen. Oder zumindest ein Achievement. Ja, ich hab ne Quest. Willkommen! Hä? Was war das? Weiß ich nicht. Ich verlasse deine Base nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das Biest hin ist. Nein, hier ist sie nicht drin. Ist nur ein Elefant. Ja. Ja, unter deiner Base ist ein Fetti. Nichts Neues. Aber wo ist das Ding hin? Auf jeden Fall nicht gut an. Hey, was ist denn? Hä? Einfach, oh nee, das kann jetzt überall hin sein. Auch in deine Welt. Aber warum kann sich das wegteleportieren? Das ist scheiße. Ich hol mir erstmal was zu trinken. Ja. Da ist es nicht. Na dann wird schon irgendwann wieder auftauchen. Ich baue mir jetzt erstmal ganz schnell was hier. Das kommt da rein. Das da. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Das und das kommt da rein. Gekochter Fisch kommt da rein. Das kommt da rein.
Den roten Salmonellenfisch brauche ich nicht mehr. Oh Gott. Ich brauche das da. Ich brauche das da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da habe ich noch Pilzlaternen. Ja, die haben wir auch. Ich hoffe, die Gitter reichen aus dazu. Oh, das Krokodil, er kriegt Damage. Also, es schlüpft bald. Oder stirbt. 1, 2, 3. Das glaube ich nicht. So, machen wir noch eins. Wobei, ich will das lieber alles aus Glas haben. Das sieht besser aus. Apropos meine Eierkiste, da passiert gar nichts, okay. Ich brauche ganz viel Glas. Das habe ich alles in Flaschen umgecraftet gehabt. Scheiße. Hier haben wir noch. Warum sammelst du in jedem Projekt Flaschen? Für einen Drinkspref. Ah, gut. Musst du ja sammeln. Zumindest eins. Oh Mann, wie war der Quark? Ja klar, möchtest noch einen Quarz haben? Ach, das ist ein Mixer. Ah. Das kann mir auch einer vorher sagen. Und ich brauche Türen. Da habe ich ganz viele zur Auswahl. Wir nehmen natürlich die Glastüren. So, wo baue ich? Ich baue ein Gehege auf jeden Fall hier vorne hin. Schön ans Wasser. Was? Hike. Ja. Ich weiß ja noch, wie schön gemäßigt das bei dir ablief mit dem Produzieren. Bei mir ist das zack, 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 fertig. Geht drauf. Bei mir mittlerweile auch alles viel schneller. Aber früher so. Ah, nächster Block. Naja. Ah, nächster Block. Wie war das? Reihe, fertig. Ja, Daku, wie gesagt, bei mir geht's mittlerweile auch schneller. Ich habe bei mir hier überall aufgerüstet. So. Ne, 3 reichen aus, 3x3. Mehr brauchen die Biester nicht. Ich brauche ein. Und Endstone muss da rein. Endstone haben wir hier. Dort kommen die nicht, aber die würde ich gerne rein haben. Das da und das da. Genau. Dann habe ich meine Pümmeltierchen hier. So, Endstone. So. Pilzlampen dahin. Ich brauche noch Slabs. Schlepps. So. Wer hält die Klappe? Wo ist denn der? Hä? Da. Ja, die Klappe. Zu roten Concrete. Wie viel brauchst du? 4 Stück. Warte, ich glaube 4 Stück habe ich noch. Für so ein Ding, was auch immer ein Jack ist. Genau, 4 Stück. Oh, danke. Weißt du, was ein Jack ist? Nö.
Das gabbelt bei mir irgendwo in der Kiste rum. Juhu. So. Brauche ich nochmal ein paar Slabs davon. Schön, wenn man immer den halben Nether auseinander nimmt, dann so viele Ressourcen zum Bauen hat. So rum die Tür und jetzt brauche ich noch Glas. 60 Stück müssten tatsächlich hierfür ausreichen. Nein, 3 Stück fehlen noch. Das dahin, das dahin, das dahin. Das alles hier rein. Endstone kommt da rein. Der Dreck kommt da rein. Genau. So, 3 Glas noch. Los. 4. Sehr schön. Was wollte ich hier dann? Ich besitze neue Haustiere, Darko. Was sind das für komische wurmartigen Dinger? Die sind aus dem End. Widerliche Teile. Die sind cool. Sind das sowas wie Seidenwürmer? Weiß ich nicht. Aber die fliegen. Aber die irgendwie ernten oder? Weiß ich nicht. Ich hab die eingefangen, weil die so cool aussehen. Aber anscheinend, nö. Kann man nichts mitmachen. Wie hießen die irgendwas mit Endergate? Hier Endergate. Transport to the End. Was? Kreaturen must have been transported to the End Dimension many millennia ago. Become gigantic to the lack of predators in their home dimension. Chorus Forest. Chorus Frucht. Like overworld pigs, Endergrades can be settled and. Man kann auf den reiten. Okay. Und dann wird er auch fliegen. Die fliegen! Chorusfrüchte. Da. Ein Sattel. Da. Das fette Biest wird jetzt. Oh, schon meins. Und hat einen Sattel drauf. Geil. Cool. Und du so? Auf was reitest du so? Auf mir selbst. Die Hände bleiben über der Bettdecke. Ich hab nicht mal eine Bettdecke. Hi. Darko, wenn du mir sagst, was hier drinne ist, lass ich's nicht frei. Ein komischer Seidenwurm-Dingsbums-Teil. Okay. Und wenn du mir sagst, was hier drin ist, lass ich's nicht frei. Wie heißen die Teile? Komodo mal ran. Falsch! Hä, wieso hat das. Das kopiert dich grad! Das macht den gleichen Damage wie dein Schwert grad macht, nur so zur Info. Aber es trifft nicht. Ey, ich hatte gestern Essen in der Hand. Das Ding, was du gerade hast, ist im Übrigen fest. Nö. Ich hatte gestern Essen und Schwert in der Hand. Nee, das wird das freigeschaltet, wenn du im End bist.
Und das Vieh hat sich nebenbei geheilt, also mit Essen voll gefressen wieder. Während ich es geschlagen habe. Aber ich habe wieder leere Pokebälle. So soll es sein. Ne, ich habe hier noch 2 Schalker-Boxen freigelassen. Tust du mein Fanti da wieder hin? Er war Kratzer. Für immer. Ja, warte. Warum habe ich eigentlich auf der Map ein Loch? Weil du gerade unterhalb des Plateaus bist. Sieht creepy aus. Bist du mal auf mich anzugreifen, du Arsch? Durch die Wand? Ja. Ich mag das mit dem Bell. Oh, geil. Mal, wie sieht denn eigentlich meine Pistole aus, wenn ich die in der Hand halte? Normal. Lol. Lol, hast du... Das ist Firestarter! Hat deine schon Upgrades drauf? Na, meine hat Sportscope und Tactical Stock drauf. Ich habe jetzt hier irgendwo eine Verzauberung drauf. Quick Hand 2 und Punk Turing 4. Reclaim 2 habe ich. Oh, warte mal, Punk Turing habe ich irgendwo. Nee. Leichtgewicht, Overcapacity, Accelerator. Nee, das habe ich tatsächlich doch nicht drauf. Vorher hatte dir ein halbes Herz gemacht. Und? Ein halbes Herz. Also. Ich brauche mehr Schmirgelpapier. Ich gehe mich verbuddeln. Oh, geil. Ich hab schon wieder Langeweile, wenn die Quests nicht funktionieren. Das ist schlimm. Hast du noch genug andere Quests? War ich jedenfalls am Anfang. Danke für dein Follow, Justin. Und Hallöchen. Und... Hey, du hast mir doch schon gefolgt. Geil. Das ist ein, hä? Kupfer, Eisen, Iron Sheets, Gunpowder. Ich brauche Shotgun Muni. Ja, ich verstehe das nicht. Er hat mir doch schon gefolgt. Hä? Scheinbar nicht. Boah, wenn er mir defollowed hat. Um jetzt wieder zu followen. Geiler Move, Justin. Geil. Dann muss er aber schon eine ganze Weile entfollowed haben. Vielleicht seit eurem. Iron Sheets. Ich muss wieder Eisenplatten machen. Ich hab ja stackweise davon. Boah, und blockweise Kohle. Genau, ich fange jetzt mal das Ding ein und dann versuche ich mal auf dem zu reiten. Ich will dich einfangen. Hallo? So. Jetzt. Genau, das. Ich brauche einmal Pumpkin Muni draußen, ne? So. Oh, zwei Stacks und 41 Pumpkin Munition. Sollte fürs Erste ausreichen. Was ist eigentlich diese Pumpkin Muni? Shells. Na ja, gut, da habe ich noch mehr als genug von. Ich habe schon Haufen verballert.
Darko, ich fliege! Im Schneckentempo. Oder? Sieht das nur im Mainstream so aus? Nee, ist Schneckentempo. Aber du kannst das Tier nicht steuern. Ich hatte sogar recht, Ike. Mit meiner Vermutung. Du reagierst verbal und Ike, Justin reagiert im Nachhinein. Moment. Ich muss erstmal hier einfangen. Nach dem kleinen Streit nicht mehr gefolgt bis jetzt. Aha, das merke ich mir. Aber Justin, gute Strategie, so wird man ja doppelt. Kann man ja doppelt Aufmerksamkeit geben. Dafür muss Darko jetzt eine Rocket Launcher Rakete abkriegen. Es tut mir leid. Das heißt, ich bring dich auf. Ja, schreibt er, okay. Alter, ich dachte. Darko! Darko! Ich hab keine Munition mehr, bleib mal stehen, lade nach. Alter, ich bin fast down. Okay. Ey, Ike, ich habe. Nein, ich hab ein Herz. Okay. Ich hatte über 30 Level. Dito, du wolltest mich hier runterschubsen. Nein! Hi. Hab nachgeladen im Übrigen. Oh, ich lieb die Sniper mit dem 8-fach-Visier. Hallo, wie kriegen wir da ab wieder? Abbauen, ganz normal. Warte mal, Darko, warte. Darf ich überhaupt? Wow. Ach, ich brauche mal ewig, bis man den nächsten Schuss machen kann. Ich sehe dich da hinterm Baum. Mich würde mal interessieren, schaffe ich das mit der Shotgun auch, dich da zu treffen? Bleib mal stehen. Ja. Er hat sogar mehr abgezogen als seine Rifle. Ja, die Rifle macht nicht so viel Damage. Die macht nur 13,5, die Shotgun 21,6. Und der Rocket Launcher 25. Warte mal, ich muss den mal nachladen. Und erstmal wegpacken. Ich mach zu viel Blödsinn damit. Rifle war da. Pistol macht halt nur 9 Damage. Das ist ein Witz. Mach weiter so, schreibt Justin. Warte mal, habe ich noch irgendwas hier drinne? Granaten habe ich alle zu Hause. Ich habe Weinbein auf meiner Picke, auf meiner Axt. Die Kisten im Keller freuen sich bestimmt. Was für Kisten im Keller? In deinem Keller. Nein, würde ich nicht machen. Ich weiß, wie assi das ist. Außerdem, ich habe das schon selbst in die Luft gejagt. Also die Waffen fetzen irgendwie. Legst du meine Waffe zurück, Darko? Darko! Ich mach nur leider kein Damage. Darko! Leg meine Waffe zurück. Ja, gut. Feigling. Ich hab eh keine Level mehr, aber. Mann, also, lass mir doch die mal. Hatte doch, die hatte doch Munition drin, oder? Nö, die haben mich selbst nachgeladen. Dein Glück. Ich hab mir eine ausgesucht, mit der ich halt selbst was machen wollte. Die muss so noch alle craften, das ist dir bewusst. Was war das denn? Das war ein Eik, der die Luke offen gerissen hat. Ja, so. Ich
feier das bei dir immer noch. Ist das geil. Oh, ey, wenn das so weitergeht, pisse ich mir heute ein vor Lachen. Ich wollte heute diesen scheiß Motor bauen, jetzt... Ah! Na mach doch! Gar nichts mehr. Ja, ich komm zu gar nichts mehr. Warum? Ich war... War eine doofe Frage. Ey, So. Sag mal, wenn ich jetzt... Nein. Dein Fanti und dem was zu fressen gebe, bumsen die dann? Nö. Hast du meinen Fanti schon wieder geklaut? Ja, ich wollte mal was testen. Ich sehe, du weißt nicht mal, welcher meiner ist. Doch, doch. Deiner war irgendeiner. Der mit wenig ich Leben. Der mit dem meisten Leben halt. Der mit wenig Leben. Ich glaube, meine haben mehr als deiner. Hast du die echt hochgezählt? Meiner hatte 65 Leben. Deiner hat 130. Deiner oder meiner? Deiner. Darko! Ich hab Deathstrider drauf. Ich geh nicht so schnell unter, wenn ich den Jump drücke. Das war deiner. Ja, genau. Ja, der hat, wenn ich im Ei drin hab, 130 Health. Okay. Ups, hat Schaden gekriegt. Jetzt muss ich tatsächlich mal. Doch, da, ich hab mit der Wand aus Versehen gespawnt. Meiner 32 und der nicht getamed hat 134 tatsächlich. So, ich wollte aber auch noch was machen heute, außer ärgern. Ach, echt? Ja. Ein Hai habe ich auch noch nicht gefunden. Das ist... Was? Oh, Baby-Kroko! Oh, ist der putzig! Boah, ist der süß! Ich muss dir Name-Tag geben, es geht nicht anders. Wo hab ich die denn? Habe ich dir eigentlich mit der Minigun ein bisschen Damage gemacht? Überhaupt nicht. Die macht ja gar kein Damage. Ich hab volle Kanne auf dich draufgeballert. Die hat kein Damage gemacht. Die hat mir eher Hunger abgezogen. Weil ich so schnell dagegen geheilt hab. Schnappi, das kleine Krokodil! Wenn du dafür einen Strike kriegst, dann lass ich dich aus. Ne, ich sing das ja nicht. Ja, das meine ich ja, einfach nur für den Namen. Außerdem, ich ziehe den Stream heute Abend noch runter, da ist mir das dann alles egal. Aber der ist ja putzig. Ich kann auf dem noch nicht reiten. Werd mal erwachsen, ich will auf die reiten. Hast du dann auch nicht, da brauchst du einen Sattel für. Hab ich alles. Also. Und ich kann sogar Sattel traden bei meinen Villagern. Ich bin halt was Besonderes, Darko. Aber scheiße! Ich war nicht dabei, als das geschlüpft ist. Ich weiß, wo Sümpfe... Hast du die Quest nicht bekommen? Nee, ich weiß, wo Sümpfe sind, wo noch Krokofanten rumschwimmen. Aber ich werde jetzt erstmal ein Päuschen machen, solange bleibe ich hier am See sitzen, ne, an meinem Angelsee. Vielleicht passiert ja noch was. Weil ich, deswegen kann ich mich anscheinend auch nicht auf den Tropf sitzen. Warte mal, ich muss erst mal ins Buch gucken. bla 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 Monster Attack bla bla Krokodil is cute bla 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 Interest bla bla Water Swimming Speed bla bla Baby Krokodil can imprint on the nearest ja. Scheiße. Am Spieler, der am nächsten dran ist. Das war ich aber auch nicht. Ich hab die Quest nicht. Ich glaube, das ist ein wildes Krokofantilein. Ich behalte den trotzdem. Wenn er sich auf einmal angreift? Ich fange das Babyviech jetzt ein. Das, dem baue ich ein extra Gehege. So, Schnappi eingefangen. Da muss ich dann nochmal Eier holen gehen.
Wo setzt man uns jetzt hin, damit ich weiß, wo ich immer den Cut setzen muss? Ich setze mich an meinen Grilltisch. Und guck den Grill an. So, ich bin kurz AFK.